Oha. Oha, doppelt Oha. Na. Die Glory Kills haben sogar Sinn. Denn sie geben Munition, Panzerung. Oh, das ist, glaube ich, dann der Hauptkern da oben. Na gut. Nur wo ist sein letztes Kühlsystem? Wo? Alter, hat der mich gerade erschreckt. Vielleicht hier? Okay. Die Frage ist nun, was tun wir jetzt? Oha. Nein. Bleib stehen. Wo ist er hin? Hier. Ah, dieses Viech ist echt mördermäßig. Na, wirst du jetzt sterben? Wo ist er hin? Da. Okay. Wir haben wieder ein bisschen Munition, ein bisschen Gesundheit. Alles drum und dran, soweit in Ordnung. Die Frage ist nur, wohin des Wegs? Wir haben jetzt alles zerstört. Pooltürme mäßig. Ich hoffe, dass es jetzt nichts auf Zeit ist. Das wäre ein bisschen fies. So, oh, hier vielleicht? Nein. Hat sich was geöffnet vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Oh, hier vielleicht. Nein, da ist auch geschlossen. Vielleicht einfach mittig? Wo? Was? Nein, was war denn das? Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Hey, das war voll fies. Da war noch ein Gegner übrig oder wieder was? Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Das finde ich echt super nice. So, also einmal hier hoch. Die Frage ist nur, wie? Ah, vielleicht einfach den Aufzugschalter betätigen. Das wäre vielleicht von Vorteil. So. Das ist also jetzt der Kern von ihm hier. Der Zug unten wird dich zum Eingang bringen. Haben wir aufgenommen, na schön. Okay. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Kein Problem. Warum bekriegen die sich selbst? Das verstehe ich nicht. Okay, 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 okay. Alter, was ist denn... So, jetzt ist aber echt gut. War hier nochmal irgendwo einer? Hallöchen, willkommen bei Doom. Alter, mit übelst vielen Tieren, Alter. So. Wo haben wir denn noch einen? Oh, da oben wäre eventuell was Besseres. Okay, hast du. Naja, damit. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt mal verpasst worden ist. Bäh. Oha. Der Glory Killer hat uns gerade ganz schön den Arsch gerettet. Boah, ist hier noch mehr. Alter, das hört nicht mehr auf. Stirb! Na, ich häng fest. Wieso? Oh nein. Wir brauchen unbedingt Leben. Oha. Fuck! Und ich dachte, wir wären hier fast fertig gewesen. Alter.
Alter Schwede. Alter Schwede. Alter. Da wirst du wohl. Oh nein. Hallöchen Leute, willkommen bei Doom. Alter. Alter, nein. Na gut. Ich hoffe, das hat es jetzt ein bisschen dezimiert. Alter. Ja, geht's noch? Wie viele sind denn da noch? Oha. Oha, 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 oha. Zombie? Na. Ja, voll. Name, den ich nicht aussprechen kann. Ey, hier drin haben wir es jetzt. Oha. Okay, dann muss ich mich mal kurz umsetzen. Das war schon... Alter Schwede. Thanks übrigens. HTFSL irgendwas. Falls du mich gemeint hast. Wenn nicht, trotzdem danke. Alter Schwede, das war... Also das war wirklich... powerful, sag ich mal. Okay, wir haben ja noch einiges zum Einsammeln. Genauso wie dieser Schuss. Hätten wir davon nicht ein paar gehabt, wäre es eventuell sehr brenzlig geworden. So, wir müssen immer noch mit dem Zug zum Kern vom Vega fahren. Okay, cool. Dankeschön. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Es macht übelst Laune, muss man schon sagen. So, ich glaube, das wäre hier soweit alles gewesen. Das bedeutet, wir können weiter mit dem Zug fahren, oder nicht? Oder müssen wir jetzt hier mit der Treppe durch? Nee, sieht schon nach Zug aus. Na schön. Dann einmal weiter. Irgendwas fehlt hier wohl noch. Aber das freut mich eigentlich, denn... Das bedeutet, ich konnte noch die Panzerung einsammeln. Müssen wir da jetzt zu Fuß weiter? Das kann ich mir echt gar nicht vorstellen. Vielleicht hier nach oben? Hallöchen, ich grüße euch. Willkommen bei Doom. Alter, ich habe schon fast... Oh, welcher Zustände. Oh, das ist nur normal. Das ist nur normal. Das ist nur der Schwierigkeitsgrad. Los gibt's mir, sozusagen. Okay, das wär's gewesen. Verliere aber es ist trotzdem... Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Oha. Aber das hält mich schon sobald trotzdem auf. Sobald Vegas Kampf vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Boden. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel, dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Boden lassen, aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist meine Natur, sagt er. Und damit hat er gar nicht unrecht. Trotzdem vertraue ich diesem Roboter kein Stück. Weil wir sind der Höllenschlechter eigentlich. Oha. Das ist also Vegas Kerl. Oh oh. Irgendwas gefällt mir ganz und gar nicht.
Okay. Schutz für normales Ding. Ja, okay. So, das bedeutet, wir müssen einmal hier das aktivieren. Das wäre Nummer 1. Auf der anderen Seite ist Nummer 2. Oh ja, also die ist richtig passend. Alter, das ist mit dem Kraft von 1000 Sonnen. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Alter, und wir werden wieder mal in die Hölle gezogen. Oha. Es wurde nicht wieder so viel gemacht, aber wir haben eigentlich schon so ziemlich das oben, was wir brauchen für diese Skillung. Durch Vegas Vernichtung hast du ein Portal direkt ins Herz der Hölle geschaffen. Jetzt musst du die Energiequelle der UAC finden, die als der Brunnen bekannt ist. Mit dem Schmelztiegel kannst du die Energie des Brunnens absorbieren und so dauerhaft unter Kontrolle bringen. Warum heißt das Ding Schmelztiegel? Das verwirrt mich. Das erinnert mich an Destiny eventuell ein klein wenig. Oder bedeutet das, der Schmelztiegel ist die Hölle? Wahrscheinlich nicht. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier am Brunnen und ich glaube, das könnte eventuell bald alles gewesen sein. Der Brunnen. Und wir sind ein weiteres Mal in der Hölle. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal. Wir haben 29 Waffenverbesserungen. Unsere Runen sind aufgeladen, die wir brauchen. Mal sehen, was wir überhaupt noch benutzen können. Hier, was benutzen wir denn? Okay. Das taktische Zielfernrohr, wunderbar. Das kann man noch komplett hoch machen. Wir haben ja sonst alles drin und ich nehme einfach, glaube ich, einfach den kompletten Rest jetzt. Vielleicht hier noch die Pistole, man weiß nie, vielleicht braucht man sie ja noch. Das heißt, vielleicht kommen wir in die Situation, wo wir die Pistole nur haben und sonst nichts. So, okay, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Bette die Seelen der Geister zur Ruhe. Das ist unsere Aufgabe, alter Schwede. Hier drin, oder... Ja, hier drin passt euch ganz gut, gedeiht absolut nichts. Ein weiterer Sarg. Und das Ziel ist 300 Meter entfernt. Da würde ich sagen, wir machen uns mal auf die Socken. Mit der Pumpgun im Anschlag. Das sind wir, glaube ich, eventuell. Oha. Dann preschen wir mal vor. Na, ein Imp wird es wohl nicht sein. Hallöchen Leute, ich grüße euch. Willkommen bei Doom. Alter, das geht halt immer so zur Sache. Das macht so Fun. Au. Huh. Huh. So. Alter Schwede. Beziehungsweise alter Falter, ist da viel los. Alter. Okay. Ich glaube, das war die falsche Waffe. Alter. Nein, das war daneben. So. Nein. Alter. Ja, das ist übrigens schwierig.